hingestellt, anders neu geworden oder drumherum gebaut. Der ältere Teil des Museums befindet sich im hinteren Bereich im ehemaligen Lokschuppen des Anhalter Güterbahnhofes. Hier unter der Hochbahn durch verlief immer die Eisenbahnlinie, die aus dem Anhaltiner Raum kam, und sie endete auf der rechten Seite am Anhalter Personenbahnhof, von dem wir noch ein Teil des Portals stehen. Über uns haben wir überkragende Dächer, genau ineinander passen, Ost und West wächst symbolisch zusammen. Vor uns in dieser Lücke verlief die Berliner Mauer, endete an der Spree und dann verlief auf der linken Seite weiter. Direkt vor uns in das Gelände am Ufer eingelassen sind weiße Kreuze, die an einige der Maueropfer erinnern. Ein Kreuz dicht weiß, ohne Namen für unbekannte Opfer. Auf der rechten Seite passieren wir auf den Reichstag. Außer den Außenmauern ist ja nicht sehr viel übrig geblieben. Er wurde zurzeit im Kern für den Bundestag. Man hat sich auch für diese moderne Kuppel entschieden, den Entwurf des britischen Architekten Sir Norman Foster, um damit auch den Neubeginn im Reichstag zu dokumentieren. Jedermann kommt rum rein, wenn nicht gerade schwitzige Sitzungen oder Reinigungsarbeiten sind, ab 8 Uhr. Der letzte Einlass 22 Uhr und 0 Uhr müssen sie wieder draußen sein. Ja, wir haben dann auch ehemaliges Grenzgebiet verlassen. Auf beiden Seiten ist ehemals Ost der Bezirk Mitte. Wir haben auf der rechten Seite das ehemalige Reichstagspräsidentenpalais. Das ist der Sitz der Parlamentarischen Gesellschaft. Das Ganze mit integriert hier auf der rechten Seite in das Jakob-Kaiser-Haus. So heißt dieser Komplex. Insgesamt sind es 8 Gebäude, 5 Neubauten, 3 Altbauten, alles untereinander verbunden. Unter anderem ist hier eingezogen die Bundestagsverwaltung, die Ausschüsse sitzen hier drinnen, auch Büros für die Abgeordneten. Wir überqueren auch gleich die Marshallbrücke. Hier rechts vor uns haben wir die neuen ARD-Hauptstadtstudios. Vor uns im spitzen Turm auch noch ehemaliger Kasernenkomplex. In diesem Gebäude saß unter anderem auch ein Teil der Berliner Schlosswache. Das Gebäude wird jetzt genutzt von den Museen preußischer Kulturbesitz für Büros und Ausstellungen. Ein anderer Teil des Gebäudes nutzt die Humboldtbrücke. Auf der linken Seite haben wir nochmal Gebäude der Charité, das erstreckt sich dann bis zur über die Brücke. Und links haben wir auch schon mal ein bisschen die Ufer gestaltet, Fächerplatanen gepflanzt und überall wo es. Hier vor uns auf dem Kopf der Museumsinsel haben wir das Bode-Museum, das ehemalige Kaiser-Friedrich-Museum, 1956, erhielt den Namen des ersten Direktors der preußischen Kunstsammlung, von Wilhelm von Bode, der dieser Insel zu Weltruf verhalf, gehört er viele bekannte Sammlungen nach Berlin. Die Museumsinsel wurde bis in die letzten Kriegszahlen noch sinnlos verteidigt, denn die Zugangsbrücken zur Insel wurden ja gesprengt. Hier vorne wurde gerade die nördliche Montmijoubrücke wieder aufgebaut, eine Stahlbrücke mit Naturstein verkleidet. Die Museumsinsel ist ja seit dem Jahre 2000 Teil des Weltkulturerbes, wurde in die UNESCO-Liste aufgenommen. Müssen wir noch ein kleines Stück fahren, an der Nationalgalerie vorbeischauen kann, hat man im hinteren Bereich noch einmal einen Blick auf das neue und das alte Museum. Hier rechts vor uns der Berliner Dom von 1894 bis 1905 errichtet, war ja auch Schloss und Grabkirche der Hohenzollern, wie man auch eine Gruft der Hohenzollern mit Sarkophagen aus 4 Jahrhunderten.
Der Dom wurde beim Bombenangriff 1944 stark zerstört, viele Jahrzehnte aus Mitteln der evangelischen Kirche restauriert. Die Einweihung war Ende der 90er Jahre. Der preußische König war auch gleichzeitig der oberste Bischof der evangelischen Kirche. Er legte auch großen Wert darauf, dass dieser Dom eine größere Grundfläche hat als der Kölner Dom. Und der hat ja nicht ganz gereicht, aber stolze 104 Quadratmeter Grundfläche konnte man zulegen. Auf der linken Seite folgt das Dom-Aquarium mit dem neuen Radisson SAS Hotel. Sie können ja im mittleren Bereich durch das Gebäude hindurchfahren mit einem Fahrstuhl, der durch ein 16 Meter hohes Seewasser-Aquarium fährt. Im unteren Bereich noch eine Ausstellung von Sea Life. Links im hinteren Bereich noch ein Blick auf den Fernsehturm, 368 Meter hoch. In der Kugel haben wir in 203 Meter Höhe ein Aussichtsrondell, darüber in 207 Meter Höhe ein Café, das sich in einer halben Stunde einmal um seine Achse dreht. Und im hinteren Bereich noch ein Blick auf das Rote Rathaus, das ist das Signal. Das Schloss der Hohenzollern stand ursprünglich auf diesem Gelände. Es wurde im Krieg stark beschädigt und später aus falschem Geschichtsverständnis abgerissen.